Vielleicht das Wichtigste vorab, heute ist Martin Luther King Day in den USA, dementsprechend die Märkte in den USA geschlossen. Normalerweise heißt das, ein Trauerspiel beginnt, ein Handelstag ohne wirkliche Impulse beginnt in Europa. Ausnahme war übrigens das Jahr 2008, damals im Januar, da verlor der DAX, soweit ich mich erinnere, über 8% an einem Tag, nicht weil irgendwie schlechte Nachrichten da waren. Und ich kann mich erinnern, wir sind damals vor dem DAX Future gestanden, vor der Anzeige, wo man auch die Umsätze sieht beim DAX Future, und wir konnten unseren Augen nicht trauen. Extrem hohe Umsätze damals. Der Trader Kerviel von der Société Générale, der extrem hohe DAX Future Bestände aufgebaut hatte in den Monaten zuvor, das hat man dann bei der Bank gemerkt, gesagt, das Risiko ist viel zu hoch, und hat sich dann entschieden, an einem US-Feiertag diese Position abzubauen, was den Markt massiv unter Druck gebracht hat. Wie gesagt, der DAX damals 8% verloren, aber seitdem ist eigentlich ein US-Feiertag nie wieder wirklich spannend gewesen. Aber spannend ist eine andere Diskussion, nämlich die, wie es denn eigentlich aussieht mit dem Lockdown, der jetzt ja verschärft kommen soll. Und wir wollen mal den Lockdown abgleichen mit den Märkten und mit der ökonomischen und mentalen Realität an den Märkten. Hier ja die Nachricht oder das, was alle schon wissen. Ja, am Dienstag wird sich Merkel mit dem Ministerpräsidenten treffen. Was wird da kommen? Man diskutiert Ausgangssperren. Man will Homeoffice stärker noch jetzt durchsetzen. FFP2-Masken, all diese Geschichten. Jedenfalls zeichnet sich ab, dass mindestens wohl bis Mitte Februar dieser Lockdown der Fall sein wird. Ist das wirklich eingepreist? Tenor ist, Deutschland soll kein zweites Irland werden. In Irland sind die Zahlen plötzlich massiv nach oben geschossen. Wir wollen uns jetzt aber mal ein paar Grafiken anschauen, die zeigen, dass wir eigentlich schon in einem Abwärtstrend sind, was die Corona-Zahlen betrifft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern im Prinzip weltweit. Hier sehen wir mal die neuen Corona-Fälle in Deutschland, die gestern gemeldet wurden, also die vom Sonntag, ist immer ein bisschen verzerrt, weil am Sonntag nicht so wahnsinnig viel passiert, aber 7.141 Fälle, normal, das ist weniger als an den Sonntagen zuvor, und auch nur 214 Todesfälle. Also hier sehen wir mal unten eine Grafik aus Deutschland mit den Infizierungen. Und wir sehen, das ist insgesamt doch ein ziemlich erkennbarer, wenn gleich noch schwacher Abwärtstrend. Das gilt übrigens auch für UK, da wo also diese Virusmutation herkommt oder wo man sie vielleicht als erstes entdeckt hat. Hier sehen wir die People Tested Positive, sehen wir einen klaren Haken jetzt schon nach unten, und vor allem das gilt auch für Irland. Hier war ja das Begründungsmotiv für härtere Lockdown-Maßnahmen, dass wir es nicht so haben wollen wie in Irland, als die Fälle massiv nach oben geschossen sind. Die sind massiv nach oben geschossen, aber jetzt eben auch deutlich wieder nach unten gekommen. Also es ist möglicherweise der Hochpunkt jetzt schon überschritten. Das kann einfach damit zusammenhängen, dass eben der Hochpunkt normalerweise einer Grippeepidemie oder einer Grippe eines Coronavirus, das ja verschiedene Varianten hat, normalerweise im Dezember, Januar liegt, und dann, obwohl das Wetter nicht wirklich wärmer wird, die Geschichte sich ein bisschen weniger krass darstellt. Hier sehen wir mal die USA, die positiven, die Tests sind relativ gleich geblieben, die Anzahl der Tests, aber die Zahl der Infektionen ist schon rückläufig. Hier der 7-Tages-Schnitt, damit sieht man das besser, das kippt schon deutlich nach unten, und wir sehen auch bei den Hospitalisierungen einen ganz leichten Abwärtstrend und bei den Todeszahlen einen ganz leichten Abwärtstrend in den USA. Also wir haben hier schon erste Anzeichen, dass die ganze Geschichte sich ein bisschen abschwächt, aber gleichwohl dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass wir härtere Lockdowns sehen, weiter in Europa der Fall sein, absehbar der Fall sein, und das wird diese ganze Erholungsstory natürlich weiter hinausziehen, und vor allem diese Impfstory ist es ja, die so ein bisschen die Märkte geschockt hat am Freitag, als Pfizer gesagt hat, ja, also das mit den Impfdosen, das wird ein bisschen weniger in nächster Zeit, dafür wird es hinterher mehr, in der Summe ist es ja gleich. Nein. Aber es verschiebt eben dann doch die ganze Geschichte weit nach hinten. Hier mal eine Grafik, wer wie viele Impfungen respektive Anteil an der Bevölkerung, die geimpft ist. Und hier sehen wir, UK ist da relativ weit vorne. Israel ja praktisch Weltmeister, weil man bereit war, einen hohen Preis zu zahlen für die Impfdosen und eben praktisch die Hersteller von allen Risiken, Haftungsrisiken ausgeschlossen hat. Wir haben jetzt ja Meldungen, das wird in Deutschland überhaupt nicht berichtet, dass gerade bei älteren Menschen doch jetzt einige Todesfälle aufgetreten sind in Norwegen und in USA.
wird zu beobachten sein, ob das ein Trend ist oder ob das einfach normal ist, dass dann ein gewisser Prozentsatz, ein niedriger Prozentsatz an Leuten stirbt. Jedenfalls wollen wir uns weiter gucken. Das, was jetzt mal die ökonomische Realität ist, hier sehen wir den City Economic Surprise Index. Ziemlicher Absturz, den wir hier sehen, sichtbar jetzt zuletzt auch in den US-Einzelhandelsumsätzen am Freitag. Also hier geht es deutlich nach unten. Die Erwartung wird mehr und mehr wieder enttäuscht und diese Erwartung ist ja eingepreist eigentlich in die zukünftige Kursentwicklung, weil man sich sagt, okay, wir werden das Problem bald erledigt haben durch die Impfungen. Jetzt sieht man aber, dass vielleicht in Europa vor allem das Problem sich wohl weiter in die Länge ziehen wird zumindest. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen den Earnings per Share Expected Growth, also das, was man erwartet, Gewinn pro Aktie, und auf der anderen Seite Price-to-Earnings Ratio, also Bewertungsniveau. Dann sehen wir hier, die Erwartung ist für Europa sogar noch viel besser auf der einen Seite. Gleichwohl sind die Aktien günstiger mit einem KGV um und bei 17, während die Amerikaner schon locker über 20 kommen und auch die Erholung offenkundig der Wirtschaft gar nicht so stark ist bei den Unternehmen. Also die Amerikaner nach wie vor extrem teuer in Relation zu den Europäern. Das könnte ein Trend werden, der sich bald umkehren wird. Und wir sehen diese massive Euphorie an den Märkten hier von der Citigroup. Euphoria geht praktisch schon über die Grenzen der Grafik hinaus, was da an Euphorie der Fall ist, was kann schief gehen. Wir haben den Notenbanken, wir haben das Stimulus, wir haben überhaupt das beste Umfeld aller Welten, obwohl die Realwirtschaft am Boden liegt. Ich habe jetzt gestern mit dem Inhaber eines italienischen Restaurants gesprochen, der gesagt hat, also ich schaffe das, weil der läuft einfach super, perfekte Qualität. Einfach wirklich auch die Qualität, die sich immer durchsetzt. Die vergangenen Jahre waren super für ihn. Er sagt, ich werde das schaffen. Aber es kommt auch bei mir null Geld an. Also diese Kompensationen durch die Bundesregierung, die kommen weitgehend nicht an. Und er sagt, ja, aber das Finanzamt bucht aber gleichzeitig sehr schön ab von meinem Konto. Da ist man sehr pünktlich. Also das werden viele nicht überleben, so hat er gesagt. Und es wird im Konsum auch sich deutlich ausdrücken, denn viele sind auf Kurzarbeitergeld, viele sind in Schwierigkeiten. Das ist jetzt die Phase, wo es wirklich wehtut, wo wirklich viele, die im ersten Lockdown noch relativ entspannt über die Runden gekommen sind, jetzt wirklich die Schmerzen haben. Pleitewelle voraus, viele Leute werden dann weniger konsumieren können. Das werden die Folgen dieses Lockdowns sein. Das allerdings interessiert vor allem die Amerikaner weniger, obwohl es da auch nicht besser aussieht. Hier sehen wir, dass in den ersten 10 Tagen des Jahres das Handelsvolumen bei Privattradern um 30% gestiegen ist. Und das ist besonders in jener Einkommensgruppe, die unter 75.000 Dollar verdient pro Jahr. Es ist um 53% gestiegen. Also man haut das Geld jetzt, das man bekommt, durch die Stimulus-Schecks. Die 600 Dollar sind ja schon geflossen. Das hat man jetzt schon bereits investiert. Jetzt kommen ja nochmal 1.400 obendrauf. Das will man wahrscheinlich auch gleich nochmal investieren. Und by the way, man erzählt uns ja immer, dass jetzt die Situation gerade bei den Tech-Werten beim Nasdaq komplett anders ist als in der Dotcom-Blase. Aber hier sehen wir, dass im Jahr 2020 der Anteil der unprofitablen Tech-Firmen massiv in die Höhe geschossen ist. Also es ist gar nicht so viel anders als in der Dotcom-Blase. Klar, wir haben jetzt Maschinen wie Amazon etc., die wirklich gutes Geld verdienen, aber viele, viele andere eben nicht. Und wir sehen auf der anderen Seite dann, das spekulative Call-Buying, also Optionen, das wird immer wichtiger, ist jetzt praktisch verantwortlich für 9% des gesamten Umsatzes der New York Stock Exchange. Das ist ein neuer Rekord, den wir hier jetzt kürzlich erreicht haben. Und hier sehen wir nochmal den Unterschied zwischen ökonomischer Realität, zwischen BIP, zwischen dem, was die Unternehmen umsetzen, und der Bewertungssituation. Hier seit 2007 ist der S&P 500 um 164% gestiegen, zumindest die Growth-Werte, während gleichzeitig kumulativ das GDP, also das BIP, um knapp 23% gestiegen ist und die Umsätze der Unternehmen um knapp 43% gestiegen sind, also 43% Umsatzwachstum, aber Kurse Wachstum 164%. Und wir haben aber natürlich gute Nachrichten. Die einzige Volkswirtschaft, die gewachsen ist,
Sagen Sie zumindest, das sind die Chinesen, die sind jetzt um 6,5% gewachsen, wie heutige Zahlen zeigen. Neuer Rekord natürlich, nein, kein neuer Rekord, aber besser als erwartet, 6,2%. Also da wollte man seitens der chinesischen Führung noch einen drauflegen. Wir hatten dann auch Zahlen zur Industrieproduktion besser als erwartet, Investitionen besser als erwartet, nur die Retail-Sales, die Einzelhandelsumsätze, die waren schwächer als erwartet. Also es scheint, dass der Konsum nicht so richtig anzieht. Auch in China dürften viele nicht ins Restaurant gehen oder weniger ins Restaurant gehen, weniger bestimmte Aktivitäten zeigen, die eben sonst vor Corona der Fall waren. Das soll es erstmal gewesen sein. Bin gespannt, wie spannend der Tag heute wird, gell, ohne die Amerikaner. Zeigt sich das ganze Ausmaß der Trauer in den europäischen Märkten. Ich wünsche jetzt jedenfalls erstmal einen guten Start in diese Woche, die nochmal spannend wird, wenn am Mittwoch wir schauen, was Biden zu sagen hat, respektive aber ob es Unruhen in den USA gibt im Umfeld der Amtseinführung von Biden. Also das Allerbeste, ich sage Servus und Ciao.